Hey Kali Crew, in meinem letzten Video habe ich euch abstimmen lassen, welches ihr hiervon bald am liebsten sehen möchtet. Und Christmas Geschenke hat auf jeden Fall gewonnen. Deswegen zeige ich euch gleich ein paar sehr coole, einfache und schnelle DIYs, die ihr perfekt zu Weihnachten verschenken könnt. Ich habe versucht, ganz bunt zu mischen, ob für die Mama, Schwester, Papa, Bruder. Obwohl, eigentlich ist es egal, ihr könnt ja alles jedem schenken, solange man Spaß an irgendeiner Sache hat. Ist ja auch egal, was für ein Geschlecht man hat. Und bevor wir starten, schreibt mir noch ganz schnell in die Kommentare, ob ihr eher zum Team Last-Minute-Shopper oder Bastler gehört oder besorgt ihr eure Geschenke immer frühzeitig. Wobei, wenn ihr das Video schaut, dann seid ihr eigentlich noch gut in der Zeit, oder? Ich glaube, es sind noch knappe 2 Wochen bis Weihnachten. Auf jeden Fall bekommt ihr die DIYs, die ich euch gleich zeige, innerhalb von 2 bis 30 Minuten nachgebastelt. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und würde sagen, los geht's! Starten wir auch direkt mal mit dem ersten DIY und dafür braucht ihr eine Schere, Pappe und Stifte, um es später zu verschönern. Genauso wie Gummiband, das ist eigentlich das Wichtigste daran. Ich habe meins bei Teddy gekauft, da gibt es mega viele verschiedene Farben. Ich habe es leider kein Wintermuster richtig gefunden, aber die fand ich auch mega schön und dann kann man sie auch im Sommer perfekt tragen. Ansonsten findet ihr sie aber auch sicher in jeder Nähabteilung. Und das besonders coole an diesen Bändern ist eben, dass sie aus Gummi sind oder sich so dehnen lassen. Das heißt, man kann sie sowohl als Haargummi oder auch als Armband einsetzen. Und um dafür die richtige Größe abzumessen, legt ihr das Band einfach genau so um euer Handgelenk drumherum, plus 2 cm. Denn ihr braucht gleich noch ein bisschen Spielraum. Sobald ihr das nämlich abgeschnitten habt, nehmt ihr die Enden zusammen und macht dann einen einfachen Überhandknoten. Zieht ihn auch am Ende gut fest. Und das war eigentlich quasi schon das DIY. Das wiederholt ihr dann einfach so oft, wie ihr es möchtet. Ich habe hier direkt mal 3 gemacht. Ich denke, ihr kennt diese Haargummis auch, die man schon überall so fertig kaufen kann. Aber ich persönlich finde es immer viel schöner, wenn man eben sowas selber gemacht hat. Und das ist echt das perfekte Last-Minute-DIY, das ihr halt jedem schenken könnt, der quasi lange Haare hat oder das einfach nur so als Schmuck tragen möchte. Ich bin auch mega Fan von denen, weil ich das Gefühl habe, die sind so soft zu den Haaren. Und die sehen auch einfach gut aus. Aber damit ihr die Haargummis nicht einfach so lose jemandem in die Hand drücken müsst an Weihnachten, wollte ich euch noch eine sehr coole Verpackungsidee zeigen. Und zwar braucht ihr dafür ein dickeres Stück Papier, auf dem ihr dann so ein Rechteck ausschneidet, das rechts und links noch so Einkerbungen hat. Ich habe mich da einfach an dem Papier orientiert, auf dem die Gummibänder kamen. Das war mega praktisch. Und dann nehmt ihr euch eure Stifte und könnt es erstmal noch bunt verzieren, wie immer ihr das möchtet. Zum Schluss klebt ihr einfach nur noch die Haargummis drüber oder die Armbänder, je nachdem, wie ihr es eben sehen möchtet. Ich habe dazu noch ein Scrunchie drauf gemacht, weil ich fand, die passen farblich perfekt zusammen. Und dann ist es ein mega schönes Weihnachtsgeschenk. Also ich würde mich darüber auf jeden Fall total freuen. Was ich unbedingt mit hier reinbringen wollte, war ein Foto-DIY. Denn ich glaube, das ist so eine Sache, über die sich eigentlich jeder freut, oder? Vor allem, wenn man irgendwie besondere Erinnerungen mit einem Bild hat oder weil man es einfach ganz individuell auf die Person halt anpassen kann, die man schenken möchte. Also schaut euch mal zum Beispiel auf eurem Handy um, was für Fotos ihr nehmen möchtet. Ich war da gerade auf meinem Instagram-Feed und habe mir 2 ausgesucht. Falls ihr mir da übrigens noch nicht folgt, dann macht das nach dem Video unbedingt, weil dann könnt ihr jeden Tag was von mir sehen. Wir können ein bisschen schreiben und ich würde mich einfach mega freuen. Ich heiße genauso wie hier Kali Cassie. Aber jetzt zurück zum Thema. Ihr sucht euch eure Lieblingsbilder aus und dann drucken wir sie aus. Aber nicht einfach so, sondern sie werden auf Kerzen gedruckt. Yes, wirklich auf Kerzen und das geht auch super einfach und mega schnell eigentlich. Dafür braucht ihr nur solche Blockkerzen. Ich habe extra welche in Weiß und Rosa genommen, weil ich denke, dass darauf die Farben am besten rauskommen werden von den Bildern später. Und um die da drauf zu bekommen, braucht ihr nur eine Sache eigentlich und das wäre eine weiße Serviette. Ihr könnt es auch mit Tempos theoretisch machen, aber da haben die halt mehr Falten drin. Also ihr seht diese Knicke, die wollt ihr nicht auf eurem Bild haben. Deswegen schneidet ihr erstmal die Serviette daran entlang aus. Und auf eins von diesen 4 Stücken druckt ihr jetzt euer Bild aus. Wichtig ist natürlich nur, dass es platzmäßig auch drauf passt und dass es nicht unten in diese kleinen Punkte reicht, die meistens an Servietten am Rand sind. Und damit ihr einfach da sicher gehen könnt, würde ich euch empfehlen, einen Probedruck zu machen auf ganz normales Papier. Dann könnt ihr nämlich die Serviette oben drauf legen und seht so genau, okay, es ist perfekt. Oder ihr könnt es nochmal größer und kleiner einstellen in Word. Und damit ihr die Serviette natürlich nicht einfach so in den Drucker einlegt, klebt ihr sie jetzt am Rand rechts, links, oben, unten einmal gut mit Tesa fest. Dann legt ihr das Papier einfach ganz normal wieder ein und druckt das Bild nochmal aus, genauso wie vorher, allerdings diesmal nicht aufs Papier, sondern eben auf die Serviette. Und schwupp, da sind sie auch schon. Ich habe mir direkt 2 Bilder gemacht, eins mit meinem Papa noch zusammen und eins mit Raffi. Keine Sorge, am Anfang sieht es noch sehr schrumpelig aus und man kann sich das noch nicht so schön vorstellen. Aber sobald die Bilder dann ein paar Minuten getrocknet sind, werden sie auf jeden Fall schön, glaubt mir.
Dann schneidet ihr einfach die Serviette entlang des Bildrandes aus. Und jetzt kommt der spaßige Part. Und zwar könnt ihr erstmal die Serviette vom Papier nehmen. Also das könnt ihr wegmachen, das braucht ihr nicht mehr. Und dann müsst ihr jetzt die Serviette peelen. Und sobald ihr die auseinandergeschnitten habt, geht das super einfach. Ihr zieht einfach diese oberste Schicht ab. Die ist ganz, ganz dünn. Das unten drunter braucht ihr auch nicht mehr. Denn nur noch das oberste, das verwenden wir jetzt für die Kerze. Platziert es also da, wo ihr es gerne hättet. Und damit es dann auch auf der Kerze bleibt, braucht ihr zuerst Backpapier. Dafür legt ihr einfach ein Stück oben drüber, sodass es gut bedeckt ist. Und anschließend braucht ihr euren Föhn. Okay, wer von euch liebt es auch, sich im Winter zu föhnen? Einfach den Föhn unter den Pullover, wenn man kalt ist. Ah, beste. Aber zurück zum DIY. Ich habe gemerkt, es ist nicht so schlau, die Kerze in der Hand zu föhnen, weil die Finger dann auch heiß werden. Deswegen legt sie am besten vor euch auf den Tisch, dann könnt ihr da ganz in Ruhe drüber gehen. Und apropos Ruhe, es dauert ein bisschen. Also so circa 5 Minuten müsst ihr da drüber gehen. Seid also nicht zu ungeduldig, denn das Endergebnis wird sich lohnen. Denn nach der Zeit schmilzt quasi das Wachs unter der Serviette und verschmilzt dann so zu einem und euer Bild ist in der Kerze drin. Ihr werdet es dann sehen, da bildet sich so eine Wachsschicht drüber und dann habt ihr euer mega, mega cooles DIY. Ich glaube, jeder meiner Verwandtschaft muss damit rechnen, dass er so eine Kerze zu Weihnachten bekommt. Aber ganz ehrlich, wie cool sieht das bitte aus? Also das ist so gut geworden, obwohl unser Drucker nicht der beste ist. Aber ich finde es mega genial. Es hat super viel Spaß gemacht und deshalb bin ich auch schon sehr gespannt, wie eure Kerzen aussehen werden. Ihr könnt mich natürlich wie immer in eurer Instagram-Story verlinken, da kann ich das nämlich auch sehen. Für DIY Nummer 3 braucht ihr Sekundenkleber, Perlen, eine Schere und das Wichtigste dafür sind Fäden oder Schnüre. Am besten natürlich in der Lieblingsfarbe von demjenigen, dem ihr das schenken möchtet, denn daraus machen wir jetzt richtig schöne Freundschaftsarmbänder. Dazu schneidet ihr euch von 2 Fäden jeweils ein Stück mit 120 cm ab. Nehmt euch die Enden so zusammen und dann könnt ihr da perfekt die Mitte ermitteln und macht euch dann wieder einen Überhandknoten, ganz einfach, dass da oben so eine kleine Schlaufe entsteht. Die befestigt ihr jetzt vor euch auf den Tisch, zum Beispiel einfach mit einem Tesastreifen oder was ich auch mega praktisch finde, sind solche Klemmbretter. Dann könnt ihr sie so vor euch legen, einfach damit sie sich halt nicht mehr bewegt. Und dann nehmt ihr euch die Schnüre, die eigentlich jetzt 4 sind, zu zweit jeweils zusammen. Ich habe halt jede Farbe so für sich gelassen, aber ihr könnt es auch variieren, wenn ihr möchtet. Und dann fangen wir mit dem Knoten an. Dafür legt ihr einen Strang in die Mitte und den anderen so oben drüber, dass es aussieht wie eine 4. Dann nehmt ihr euch das Ende und geht unter dem mittleren Faden durch. Also wenn ihr es genauer betrachtet, ist es einfach nur ein Knoten, den ihr über dem Mittelstrang macht. Wenn ihr das einmal selber ausprobiert habt, dann merkt ihr, es ist super einfach. Und dann macht ihr das gleich nochmal, allerdings für die andere Seite. Also der rote Faden, der kommt jetzt in die Mitte und ihr legt den weißen so wie eine gespiegelte 4 oben drüber. Dann nehmt ihr die Enden davon und legt sie wieder unter dem roten oder dem mittleren Faden durch, zieht den Knoten nach oben und das war's auch schon. Also ihr müsst es immer wieder nur abwechseln und deswegen finde ich es gut, wenn man 2 verschiedene Farben am Anfang nimmt zu üben, dass man einfach immer weiß, okay, jetzt ist rot dran, dann wieder weiß oder je nachdem, welche Farben ihr halt benutzt. Haltet am besten den mittleren Strang auch unten mit einer Hand fest, damit sich da nichts verdreht zwischendurch. Und dann werdet ihr merken, dass mit jedem Knoten mehr sich das Armband erst so richtig bildet. Und nach einer Weile sieht es dann zum Beispiel so aus. Aber damit es jetzt auch noch so richtig cool wird, braucht ihr Perlen. Und zwar solche Buchstabenperlen. Die habe ich für 1 Euro, glaube ich, bei Teddy gekauft. Und damit könnt ihr halt alles schreiben, was ihr möchtet und es für jeden individuell anpassen. Zum Beispiel für euren Papa, Best Dad oder einfach den Namen von der Person drauf. Ich will das hier für meine beste Freundin machen und wollte deswegen Bestie draufschreiben. Aber stimmt mal ab, wie ihr es buchstabiert. Mit I, IE oder Y. Ich habe das Gefühl, es gibt 1000 Schreibarten davon. Aber auf jeden Fall müsst ihr dann unten die Stränge so teilen, dass links eine Farbe liegt, aber nur ein Strang. Rechts auch ein Strang und in der Mitte nehmt ihr die beiden Farben so zusammen. Über diese 2 fädelt ihr dann den ersten Buchstaben ein und dann wiederholt ihr quasi den gleichen Knoten, den ihr davor fürs Armband gemacht habt, allerdings nur mit einem Faden. Also ihr seht hier zuerst mit rechts und mit links dann das gleiche. Ihr gebt es also über den mittleren Strang, nehmt das Ende und zieht ihn unter dem mittleren Strang wieder oben drüber durch. Dadurch habt ihr den Knoten und den zieht ihr dann hoch bis zum Buchstaben und das wiederholt ihr dann mit allen anderen nach und nach. Dadurch werden die Buchstaben von den Fäden quasi so eingeschlossen oder eingerahmt und das sieht so cool aus, finde ich. Ihr seht es hier nochmal vom Namen. Oben ist der rote Faden und unten dann der weiße. Das ist so ein richtiger Hingucker, finde ich persönlich zumindest. Und dann müsst ihr anschließend nur noch unten das Armband wieder genauso weiterführen mit den gleichen Knoten, wie ihr es auch am Anfang gemacht habt. Und sobald ihr am Ende angekommen seid, macht ihr da nochmal ein paar richtig feste Knoten drauf, damit sich das auch nicht mehr löst.
Jetzt könnt ihr die Fäden einfach lang lassen und damit dann später das Armband zuknoten. Durch die Schlaufe geht es super gut. Oder nehmt euch so eine Schmuckklammer, die findet ihr in jeder Näh- und Bastelabteilung. Zieht da nochmal den Knoten richtig gut fest und schneidet aber anschließend die längeren Fäden ab. Die müssen jetzt aber noch angeklebt werden in irgendeiner Form, denn sonst löst sich das Ganze wieder auf. Und wenn ihr meine Videos schaut, dann wisst ihr, dass ich mich vor kurzem ganz schlimm in Heißkleber verbrannt habe. Leider. Ist mir auch noch nie so heftig passiert. Deswegen habe ich jetzt hier zuerst Nagellack benutzt, um die so runter zu glätten. Und anschließend bin ich da mit Sekundenkleber drüber. Und dann hält das nämlich alles auch bombenfest. Und ihr könnt das Armband öffnen und danach auch wieder verschließen. Vielleicht mache ich mir noch eins, wo Myla draufsteht. Sie ist nämlich immer bei mir, wenn ich Videos filme. Ich liebe diesen Hund einfach so, so sehr. Und auch meine neuen Armbänder. Ich finde, die sehen richtig gut aus. Deswegen habe ich mir auch direkt noch eins mit meinem Namen drauf gemacht. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Kreationen. Also manchmal möchte man zu Weihnachten ja auch einfach nur was Kleines verschenken. Vielleicht Nagellack, eine Mascara, Lipgloss, Handcreme oder einen Gutschein, den ihr selber geschrieben habt. Auf jeden Fall was Kleines. Und da finde ich es immer schwer, das cool zu verpacken, dass man dann trotzdem ein tolles Auspackerlebnis hat. Aber genau dafür habe ich euch jetzt einen mega witzigen Prank rausgesucht. Für den braucht ihr Süßigkeiten, eine Klopapier- oder Zewa-Rolle und ein Glas oder irgendein Behältnis, wo wir gleich die Süßigkeiten reinfüllen können. Wichtig ist nur, dass es durchsichtig ist, dass man auch gleich sieht, was sich da drin befindet. Und vorher schnappt ihr euch aber die Rolle und schneidet sie auf die Höhe des Glases oder Gefäßes halt zu. Ich habe mir das einfach mit einem Strich markiert, durchgeschnitten und dann nochmal so probeweise reingestellt mit dem Deckel drauf, dass es auch wirklich bis unter den Deckel reicht. Und dann kommt das Geschenk ins Spiel. Ich will meins übrigens meiner Schwester geben, deswegen habe ich hier eine Mascara besorgt. Die kommt jetzt in die Rolle rein, sodass man sie nicht mehr sehen kann. Und damit die Rolle auch nicht mehr sichtbar wird, füllt jetzt einfach das Glas außen um die Rolle drumherum mit euren Süßigkeiten auf und könnt das dann dem oder derjenigen zu Weihnachten schenken. Was glaubt ihr, wie witzig das ist, wenn die dann so denken, oh, ich habe einfach nur Süßigkeiten bekommen, bis man es eben öffnet und sieht, was eigentlich drin ist. Ich glaube, das wäre so, so witzig und zudem ist es natürlich auch mega cool, weil man nicht nur so eine Kleinigkeit bekommt, sondern zudem auch noch leckere Süßigkeiten. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Süßigkeiten ihr euch da reinfüllen würdet. Ich habe mir hier solche UFOs geholt. Das ist außen Esspapier und innen ist Brause. Und Leute, wow, die waren so, so sauer. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt und es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da. Das hilft mir immer sehr viel weiter. Und schaut es unbedingt bei mir auf Instagram vorbei, denn dann seht ihr jeden Tag was von mir in meiner Story, auf meinen Bildern. Wir können in den Kommentaren oder in den Nachrichten ein bisschen was schreiben. Das würde mich mega freuen, euch da ein bisschen besser kennenzulernen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten YouTube-Video wieder. Abonniert meinen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, Leute!